Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu die drei Fragezeichen Rätsel in der Irrenanstalt oder beziehungsweise im Gefängnis. Und ja, uns fehlt noch eine Schalttafel zum Glück, ihr Lieben. Ja, die werden wir jetzt suchen. Und nochmal die Sachen hier irgendwie abgehen. Das hier ist auffällig, ne? Diese Kreisdinger hier, die aussehen wie Filmrollen. Kein Schloss, kein keine Schloss, Klinke. Keine Klinke. Ach, warte mal. Hier. Da waren wir ja eben reingekommen mit unserem Schlüssel. Da ist auch so ein Ding. Ja, aber die Türen hier habe ich auch gar nicht probiert. Jo, na klar. Die können wir auch noch öffnen. Wie sie. Alter, größer ist das hier nicht? Das ist ja übel, ey. Okay. Ah! Ja, nice. Okay. Ah, da will ich ja auch nicht eingesperrt sein drinnen, ne? Okay, Glock, 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 alle Türen zu. Wunderbar, wir haben alles. Nein, wie bin ich da nochmal hin? Ah, hier, nein, auch nicht. Bin ich da jetzt nochmal, wo waren denn, wo ist denn, hä? Ach, hier, Entschuldigung, hier. So, die brauchen wir doch jetzt garantiert hier. Jawohl, okay. Na dann, alles auf Anschluss. Was? Okay, ja. Mm, alles wird gut. Kann ich anklicken? Kann ich die da reinmachen? Nein. Okay, Anfang und Ende haben wir also. Drehen kann ich die? Auch nicht, ne? Okay. Wo? Oh Gott. Da müssen wir jetzt aber mal ganz genau gucken. Also hier gehen zwei rein, drei, vier. Da gehen eine Menge Leitungen rein, auf jeden Fall. Und eine ist ziemlich weit rechts. Die nicht. Die könnte. Nein, die hier. Nee, passt nicht. Die passt da nicht. Die vielleicht hier? Die passt sehr gut. Ach, die passt hier schon. Ach, guck mal, das ist ja nett. So, okay. Ich glaube, das wird doch gar nicht so schwierig, wie es den Anschein hatte. Aber es ist sehr dunkel hier in dem Gemäuer. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich brauche hier zwei Leitungen, die nach oben gehen. Ja, sehr gut. So, jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4 Leitungen nach unten. 1, 2, 3, könnte die sein? Nee. Okay, die hier. Ja, sehr gut. So, jetzt brauchen wir hier eine Leitung. Die nach oben, unten geht. Das sind zu viele hier, ne? Ja. Das sind zu viele. Die hier vielleicht? Nein. Aber fast, ne? Die hier? Ja. Okay. Warte. Wir brauchen eine, die dann hier endet, wo keine Leitungen hier nach rechts gehen. Also die. Jawohl. So, jetzt brauchen wir welche, wo oben, nach oben keine mehr hingehen. Ne? Bildet hier wie so ein Rahmen. Könnt ihr mir folgen, was ich denke? Ich hoffe. Ich hoffe, ihr Lieben. Das könnte die sein. Jawohl. Okay. Jetzt brauchen wir in der Richtung. Das, okay. Also wenn man, ne, das hier mit dem Rand beachtet, dann geht es relativ schnell. Die könnte hier unten passen. Ja. Die könnte. Ja. Ja, ihr Lieben. Die. Nein, aber hier. Nein, aber hier. Okay. So, warte. Die. Jawohl. Die dahin. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Mitte. Die Mitte. Hier geht eine Leitung hin. Eine Leitung. Könnte die sein? Nee. Oder die? Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Also 5 nach unten? Nee. Ja, gut. Können wir uns auch durchprobieren jetzt einfach hier. Dann haben wir das auch gleich. Nein. Ja, ich probiere einfach durch und dann ist gut, ne? Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Okay. Die Aktion hat uns Licht gebracht. Super. Ich vermute mehr als das. Jetzt sollten sich weitere Räume erkunden lassen. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Man könnte meinen, Gallagher habe auch beim Wetter seine Finger im Spiel. Das würde ich mitnichten behaupten. Augen auf. Irgendwo müssen die Masken Sinn machen. Ja, ja, wir finden das schon. Apropos Gallagher. Okay, der ist hier nicht. Oh, warte, da. Hier wollte doch gerade jemand was sagen. Wo war denn das gerade? Ich hab's weggeklickt. Aus Versehen. Okay, aber Gallagher ist nicht hier auf jeden Fall. Da wollte doch gerade jemand was sagen. Verdammt, ich war zu schnell. Ich habe wieder zu schnell geklickt. Jetzt sagt keiner mehr was. Super. Gallagher ist nicht hier, anscheinend. Hm, okay. Mach mal aus. Muss ich denn jetzt mit den Schaltern hier noch was tun? Okay, klemmt nicht mehr. Da hat sich irgendwas getan. Da hat sich jetzt auch irgendwas getan. Ach, hier hinten. Ah. Ach, guck mal, die Cafeteria. Wir sind wohl einer Meinung, dass dieses Kunstwerk keinem von uns schmeckt. Keinem von uns schmeckt. Offenbar hat der Künstler nicht nur krumme, sondern auch halbe Sachen gemacht. Was mir gerade auffällt, das ist das Einzige, was hier richtig bunt ist, ne? In diesem Bild oder überhaupt hier in dem Bild. Und die Masken, die wir haben, die sind auch sehr bunt. Gehen wir mal. Okay, das geht aber nicht. Offenbar hat der Künstler nicht nur krumme, sondern auch halbe Sachen gemacht. Halbe Sachen gemacht. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Vampir in einem Sarg. Hier ist irgendwie ein Schwimmer oder ein Surfer, ein Taucher. Irgendwas mit Feuer. Das würde auf jeden Fall zu unseren Masken passen, finde ich, ne? Offenbar hat der Künstler nicht nur krumme. Okay. Okay. Also, das behalten wir mal im Auge hier auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Nicht festgeschraubt. Das macht sich bei Revolten weniger gut. Nicht festgeschraubt, okay. Wenn das Leslie sehen könnte, sie würde einen Schreikrampf bekommen. Okay. Ja, hier ist irgendwas hinter, kann ich aber noch nichts mit anstellen. Ich und jetzt an diesem Ort räumst du weg, was Emus fort. Und jetzt an diesem Ort räumst du weg, was Emus fort. Du warst doch eben hier nochmal. Du hast doch hier eben was sagen wollen, mein Freund. Verdammt, warum klicke ich denn immer so schnell? Sagt er nichts mehr. Hier und jetzt an diesem Ort räumst du weg, was Emus fort. Okay. Mäuse, Kot und Mehlwürmer standen nicht auf der Speisekarte. Mäuse, Kot und Mehlwürmer. Lecker, lecker. Standen nicht auf der Speisekarte. Hier und jetzt an diesem Ort. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Hier und jetzt. Ah ja, Gallagher, halt die Klappe. Ich will mich da erstmal nur umgucken. Hier und jetzt. Was ist in dem Raum hier? Okay. Da dreht sich ja mehr der Magen rum. Toiletten, Waschgelegenheiten, Fitness, Gedöns. Da lobe ich mir jede noch so schäbige Muckibude in Rocky Beach. Okay. Ich habe auch immer ganz noch... Ganz altmodisch abgeschlossen. Ich habe auch immer noch meine Schlüssel. Warte mal. Kein Wunder, dass der Kasten schief hing. Ja, okay. Bei Eisenmangel fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ach, das könnten auch Gewichte sein hier, ne? Sehe ich das erst. Aber ich kann hier jetzt auch noch nicht wirklich viel machen. Oh,
Ich freue mich schon auf die Dusche. Zu Hause. Ja, das scheinen Gewichte zu sein. 10 Kilo oder so steht hier, ne? Ih, da blubbert's. Da blubbert's. Das ist ja ekelhaft. Aber ich kann auch hier nicht wirklich viel machen. Moment mal. Wir blicken nach oben, wir blicken nach unten. Blicken wir durch? Versuchen wir unser Glück in den Räumen, die zunächst abgeschottet blieben. Wir sollen ein Signal geben, wenn wir was gefunden haben. Kollegen, da fasst keiner von uns rein. Na, ist ja gut. Aber hier liegt auch so ein Ding drin. Wofür brauche ich die Dinge und warum brauche ich die jetzt noch nicht? Das ist die Frage der Frage, ihr Lieben. Was wollt ihr jetzt, dass ich hier tue? Ich soll irgendwas aufräumen, oder wie? Ich würde das hier gerne entfernen. Aber es geht nicht. Ach! Ich kann die Stühle rücken. Die Tische. Ja, und die Stühle auch. Okay. Ach, wir räumen den Boden frei. Der hat hier irgendwie ein Muster. Ah, ich verstehe. Okay. Das dürfte selbst auf Mr. Gallagher kahl wirken. Okay. Das dürfte selbst auf Mr. Gallagher kahl wirken. Was hat mir das jetzt gebracht? Mir stockte der Atem, als ich das Kunstwerk zum ersten Mal erblickte. Okay. Mir stockte der... Ich dachte, du sagst was zu dem Fußboden. Eine Partie Geistermühle gefällig? Ich bringe meine Steine mit, du deine. Im Knast muss man improvisieren. Mühle? Wo sollen wir denn hier so große Spielsteine herbekommen? Ah, ein Mühlefeld und wir brauchen Spielsteine. Ja, ihr Lieben, das sollte ja nun kein Problem rein theoretisch sein. Da lobe ich mir die Unimensa in Ruxton. Okay. So, hier war ich noch gar nicht. Der scheint neu zu sein, womit ich nicht beschreien will, dass der Blitz einschlägt. Okay, aber hier haben wir doch... Genau, dann nehmen wir doch die Gewichte. 9 Stück. Wir werden Mühle spielen, ihr Lieben. Okay. Ja, Mühle habe ich immer gern gespielt. Das hat mir immer Spaß gemacht. Habe ich auch gerne und oft gewonnen. Im Gegensatz zu Dame. Ich will wissen, was dahinter ist. Verflixte Kiste. So, warte mal. Jetzt waren wir hier. War hier noch irgendwo Gewicht versteckt? Oh, jetzt haben wir aber unglaublich viele Räume abzuklappern. Eieiei. Ja gut, dann gucken wir mal hier, ne? Da in dieser S-Ecke, da war ja auch noch was. So, da hatten wir auch noch einen. In der S-Ecke war noch einer, meine ich. Ja, hier, ne? Genau da. Och, und den letzten haben wir doch bestimmt auch schon gesehen irgendwo. Weiß noch nicht mehr wo. Wir haben viel zu viele Räume hier, ganz ehrlich. War das hier? Oder hier? Oder da? Wir haben den garantiert schon gesehen. Also, ne? Das letzte Gewicht. Fragt sich noch gerade wo. Warte mal. Waren die hier? Ach hier, ja, genau da. Natürlich, her damit. Nice. Okay, wir haben alle. Wo war... Ich steige hier gerade nicht mehr durch. So, Mühle spielen. Alles klar, dann gib mal her. Endlich sind wir die Last los. Ja, die hat er in seiner Hosentasche mit sich rumgeschleppt. Habt ihr bemerkt, dass in den Löchern der Gewichte winzige Sender haften? So also weiß der Helm über sie Bescheid. Okay, oh mein Gott, ey. Wenn wir Geistermühle spielen, brauchen wir unseren Geist. Ach so, Entschuldigung, natürlich. Wir brauchen unseren Geist. So, mein Freund.
Nein, das wollte ich nicht. Geistermühle. Geistermühle. Okay. Ah, lass mich nachdenken. Ja. Fertig. Ach so, nein. Ich dachte, das wäre es jetzt schon gewesen. Nein, 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 nein. Oder doch. Was wollt ihr jetzt von mir? Hä? Moment. Moment. Du weißt und dein Gegner schwarz platziert Abwechslungssteine auf Kreuzungen und Eckpunkten des Spielfelds. Gelangen drei gleiche Steine in eine Reihe, bilden sie eine Mühle, ja, und sind geschützt. Dann darf man dem Gegner einen ungeschützten Stein wegnehmen. Ach so. Ach so. Darf ich ihm einen Stein wegnehmen? Okay. Dann nehmen wir... Ah ja, okay, alles klar. So funktioniert das hier. Okay, jetzt muss ich dahin. Das nutzt jetzt alle... Ja, super. So, warte, lass mich mal denken. Hier die Ecke ist gefährlich, auf jeden Fall so ein bisschen. Dann zieht er die beiden runter, dann hat er nämlich auch eine Mühle. Ziehe ich den da hin? Ja, und den dahin, okay. So, die Steine sind platziert. Müssen wir Mühle auf, Mühle zu. Aber ich habe nur eine. Wenn ich die hier öffne, nach unten, dann zieht er runter. Dann ist meine Mühle kaputt. Das ist natürlich doof jetzt hier alles. Ja, das hilft dir hier nicht, mein Freund. Das hilft dir hier nicht. Komme ich irgendwie hier runter? Ich kann nur mit dem hier runter, ne? Da macht er mir die Mühle kaputt. Das wäre aber jetzt nicht so schlimm, ne? Er macht mir die Mühle nicht kaputt? Okay, dann ziehe ich zurück. Warte. Dann ziehe ich zurück. Dann ziehe ich zurück, mein Freund. Und nehme den. Nein! Damn it! Das habe ich nicht gesehen. Scheiße! Scheiße! Warte mal. Du kommst mal hier hin. Jetzt, dann zieht er die Mühle da gleich zu. Ja. Warum nimmst du mir nicht den hier weg? Das wäre viel sinnvoller, mein Freund. Naja, ist dein Problem am Ende. So, meine Mühle ist zu. Was nehme ich dir denn mal weg? Den? Naja, warte mal ab, mein Freund. Den ziehe ich jetzt hier hoch. Jetzt habe ich eine Doppelmühle. So, machen wir den kaputt. Nice. Ziehen hier wieder zu. Ja, warte. Ziehen den hier zu. Holen den weg. Ja, ich sag ja, ich und Mühle, ihr Lieben. Aber er hat es mir auch einfach gemacht. Nein! Nein! Warum tust du das? Egal, ich habe ja hier noch eine. Machen wir die ab. Wieso kann der denn hier rüber? Hä? Was soll das denn? Wieso kann der hier rüber? Das stimmt doch nicht. Das für ein Nein, 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 nein. Was ist denn das für ein Betrug? Ach so, warte mal. Hat ein Spieler nur noch drei Steine, darf ihm auch ein geschützter Stein weggenommen werden. Das Spiel endet sobald... Warum darf denn der hier einfach rumspringen? Hä? Hat ein Spieler nur noch drei Steine, darf ihm auch ein geschützter Stein weggenommen werden. Das Spiel endet, wenn er nur zwei Steine hat. Ach so.
Naja, aber dass er jetzt hier einfach quer über das ganze Feld springt, das ist jetzt aber auch nicht in Ordnung, liebe Freunde. Also, jetzt mal wirklich. Naja. Jetzt mal wirklich. Der springt über das ganze Feld, was soll denn das? Hat verloren und fertig. Ja, der macht mir hier meine Mühle mit seiner Springerei ja jetzt kaputt. Das ist ja nicht so prickelnd. Naja, ja, das war mir klar. Jetzt springt er nur noch mit dem. Ja, dann kann ich hier hinten auch kaputt machen. Das ist ja lächerlich. Arschloch. Arschlochspiel. Warte mal. Ja, und ich kann nicht springen, wisst ihr? Ich darf jetzt hier nicht springen. Das ist doch unfair gerade, oder? Wie seht ihr das, liebe Leute? Er hier willkürlich mit jedem Stein ziehen darf? Irgendwo hin? Finde ich jetzt nicht in Ordnung, ganz ehrlich. Hier, mach den mal da hoch. Wie soll ich denn das denn machen, ey? Ja, leck mich doch am Ärmel, ey. Mal gucken. Weil er hat ja auch jetzt noch drei Steine. Da kann er ja willkürlich mit jedem da hinhüpfen, ne? So wie jetzt. Wo ich jetzt versuche, hier meine Mühle aufzubauen. Wie soll ich denn das machen? Ja, dann springt er mit dem hinterher. Wenn ich jetzt Pech habe und den hier wegziehe, dann hat er eine Mühle und nimmt mir noch einen weg. Wie doof ist das? Nee, warte mal. Mit dem mal dahin machen. Oh, nee. Ja, und er zieht einfach darüber. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist so nicht richtig. Das Spiel bescheißt. Ja, das kann ich doch jetzt ewig hier machen. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Wie soll ich denn da gewinnen? Er hier willkürlich durch die Walachei hopft. Und ich kann, oder kann ich auch willkürlich? Nö, ich kann nicht willkürlich springen, ja. Hä? Wer nur noch drei Steine hat, darf springen. Pro Runde darf ein Stein und ein Berlin gelangen drei gleich Steine in einer Reihe. Wer nur noch drei Steine hat, darf springen. Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Muss ich ihn jetzt am besten mal eine Mühle machen lassen? Damit er mir, damit ich auch zum Springen komme? Sonst weiß ich nicht, wie ich das hier machen soll. Aber das kann jetzt noch ewig gehen. Das ist irgendwie merkwürdig, ihr Lieben. Jetzt springt er wieder da rein, ne? Ja. Nee, Leute, das gefällt mir so aber hier nicht, ey. Kannst du den mal da wegholen? Das wäre nett. Ja, das hilft mir doch nicht. Ich kann jetzt ziehen, wie ich will hier. Ja. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe es schon, aber das ist doch doof. So baut er mich doch hier komplett zu, einfach nur. Hm.
Das wäre mir jetzt irgendwie nicht so richtig in den Sinn hier, wie ich das machen soll. Ja, ja. Der baut mich komplett einfach nur doof zu hier. Ja, und dann springt er jetzt gleich darüber, ne? Ja. Ja, dann muss ich jetzt wirklich darauf hinarbeiten, ja, dass ich jetzt auch nur noch 3 Steine habe. Und ob ich das dann schaffe, ist die Frage, wenn er irgendwie Zug im Vorteil ist. Ja, jetzt springt der Blöd hier hin und her und ja. So, jetzt ist es 3:3. Wie blöd ist das? Hätte ich mir das am Anfang doch auch longweg sparen können, oder? So. Muss ich da hinterher? Jetzt muss ich da hinterher. Wisst ihr, was ich meine? Das kann doch jetzt endlos hier gehen. Keine Ahnung. Ich raff's gerade irgendwie nicht, ey. Bullshit. Jetzt bin ich nur am Meckern gerade, ne? Ist klar, aber ich verstehe den Sinn jetzt auch nicht. Das können wir jetzt ewig hier machen. Ja, schön. Jetzt muss ich hinterherziehen. Den kann ich jetzt gar nicht rausnehmen. Nee. Den kann ich nicht rausholen da. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, ey. Also ich fand das an. Wer kommt denn da hervorgekommen? Ich hoffe, nein, ich weiß, du hast an die Masken gedacht. Kehre nun zurück in deine Welt. Also ich fand das Spiel an sich gerade super gummigut, das macht mir viel Spaß. Aber dass das so komische Regeln hat, das hätten wir jetzt noch endlos machen können, ne? Ist mal wirklich. Naja, okay, ich habe es geschafft, das ist die Hauptsache. Meister des Mühlespiels dürft ihr mich jetzt nennen. Ach, und guck mal. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das jetzt hier reinmachen können. Okay, alle einzeln? Da war gerade ein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr die Geräusche hören könnt, aber sie sind gar merkwürdig. Guck mal. Ich zitiere. So saß ich halber Ehrenmann und schaute mir 4 Masken an. So, passt denn da unser Schlüssel? Ja, tut er. Jetzt haben wir nur noch 11, ne? Naja, gut. Ah. Seht ihr mal. Der Schatz! Wir haben ihn gefunden! Lass dich nicht blenden, Zweiter. Ging es nicht darum, Gallaghers Erbe anzutreten? Eben. Das Ganze sieht mir nach einer Prüfung aus, die wir weder uns noch Ethan zumuten sollten. Du meinst, wir rufen Chip auf den Plan? Durchaus. Zünden wir die Signalrakete, ohne dass uns Ethan dabei sieht. Okay, Signalrakete zünden. Ich möchte aber gerne die Jetzt habe ich wieder 12. Ich möchte aber gerne gucken, ob wir hier...
Okay, wir können hier gerade gar nichts mehr tun. Alles klar. Signal geben, wenn wir was gefunden haben. Was haben wir denn da? Vorsicht, nur schauen, nicht anfassen. Okay, also nicht anfassen. Wie zünde ich die Rakete? Hier dann... Oh wei, meine Stimme. Hier dann wahrscheinlich nicht, oder wie? Psst. Achtet mal auf die Windverhältnisse. Ach, seht ihr mal, hier hat sich das geöffnet. Da ist ein Gitterfenster dahinter. Kann ich hier? Nicht bei diesem Wind. Nicht bei diesem Wind? Okay, dann nicht bei diesem Wind, ey. Na gut. Aber hier hat sich das geöffnet. Hat sich hier auch noch was getan? Feuerlöscher? Der scheint neu zu sein. Womit ich nicht beschreien will, dass der Blitz einschlägt. Kann ich da mit meinem Schlüssel irgendwie dran? Ich schleppe keinen Feuerlöscher durch die Gegend. Nee. Alte Mimose. Okay. Hat sich hier irgendwas? Oh. Okay, ich kann die Tür noch wieder zumachen. Okay. Na gut. Warte mal. Kann ich hier? Das ist hier zu riskant. Okay. Also hier ist es zu riskant. Na gut. Naja, vor der Tür wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Soll ich nicht doch lieber mitkommen? Nee. Nein. Alles gut. Bleib du mal schön da im Auto. Ich schaff das schon hier irgendwie. Da ist es so riskant. Was ist hier? Also die ist kaputt. Das finde ich halt sehr auffällig irgendwie gerade. Ja, aber hier... Eine Rakete zu zünden macht doch jetzt auch nicht so viel Sinn. Ins Klo stecken. Ins Waschbecken. Hühner. Warte. Ich probiere mal. Vielleicht geht's ja. Okay. Das hilft mir nicht weiter gerade. Wenn es Probleme mit dem Abfluss gab, mussten wir durch eine fürchterliche Brühe warten. Aber er sagt auch was dazu, wie man hier gerade unschwer hört. Was mir die Haare zu Berge stehen ließ, wenn ich auf dem Klo saß und sich eine Ratte ihren Weg durchs Rohr hinaufbahnte. Okay, vielleicht können wir doch noch irgendwas ausrichten. Sport ist Mord. Darum sind so viele Gefängnisse überfüllt. Oh Mann, das war jetzt ein Karlauer hier. Aber er sagt halt noch was dazu. Okay, hier nicht. Das war das. Hier steht Gold er. Ist gefällig. Ah. Papier geduldig, der Mensch schwach. Hast du die Lektion verstanden? Dann eins rauf mit Mappe. Was? Dann eins rauf mit Mappe? Alter, was erzählst du mir denn hier alles? Eins rauf mit Mappe. Auch wenn es uns in den Fingern juckt. Vorerst rühren wir nichts an. Eins rauf mit Mappe. Was soll das heißen? Eins rauf mit Mappe. Ich habe keine Ahnung, was dieser verwirrte Mann von mir möchte, ihr Lieben. Okay, aber ich würde auch sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Wir rätseln hier beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, ne, Däumchen hoch und dann hoffe ich, seid ihr wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.